Servus und herzlich willkommen zum Video Timer Interrupts. Heute wollen wir uns um die Timer Interrupts kümmern, hier in unserem AppMega 8, wie in den letzten Videos auch. Hier haben wir zur Auswahl, ich glaube, das sind 2, 4, 6, 7 verschiedene Timer Interrupts. Die sind gegliedert in Timer Interrupt 0, das ist ein ganz einfacher mit Overflow, dann der Timer 1, der hat schon mehr Funktionen. Wie der Overflow, der kommt per Match A und kommt per Match B und den Capture Event und dann noch den Timer 2. Der hat auch nochmal zwei Funktionen, die kann man auch nachlesen im Datenblatt, was ich hier aufgerufen habe, mal schnell, dass wir zweimal 8-Bit-Timer haben und einen 16-Bit-Timer. Ja. Das könnt ihr dann auch noch nachgucken. Wir gehen jetzt zu den 8-Bit-Timer und wollen uns heute um den Timer Overflow, um den einfachsten von diesen, kümmern. Dazu gibt es als erstes erstmals zu sagen, was ein Timer Overflow oder was ein Timer im AppMega oder hier in Mikrocontrollern macht. Ein Timer wird von der gleichen Taktfrequenz bestimmt wie unser normales Programm. Das ist hier 4 MHz. Das bedeutet, dass unser Timer auch auf dieser Frequenz läuft. Das bedeutet, dass er alle 0,25 Mikrosekunden einen Zyklus abarbeitet. Das heißt, dass er intern hochzählt. Der Timer ist wie folgt aufgebaut. Es gibt einen Teiler als erstes. Den zeige ich euch im Datenblatt. Das ist das CCCR0-Register. Hier kann eingestellt werden, wie die Taktfrequenz bestimmt werden soll. Wenn hier auf 001 ist, dann heißt, er läuft auf 4 MHz und gibt alle 0,25 Mikrosekunden ein Signal an das Zählregister. Wenn der Teiler auf 010 gestellt ist, dann bedeutet das, dass er durch 8 geteilt ist und dass die Frequenz bedeutend langsamer ist. Somit ist es das Achtfache und das würde bedeuten, dass er mit 2 Mikrohertz, ja, alle 2 Mikrosekunden ein Signal an das Zählregister gibt. Dieses wollen wir auch für unser Programm einstellen, da man mit 2 Mikrosekunden an sich gut rechnen kann und für den Einstieg einfach optimal ist. So, jetzt kommen wir zu den Zählregister. Das ist das TCNT0. Hier werden also, wie wir gerade oben berechnet haben, alle 2 Mikrosekunden wird hier ein Takt hochgezählt. Also das steht hier 1, dann 0, 1, dann 1, 1, dann 001 von rechts nach links gelesen. Das kennen wir ja von den binären Zählweise, dass das immer hochgezählt wird. Ja, dann gibt es hier noch ein Register, wo wir den Timer anschalten, den Timer Interrupt erlauben und den auf den Overflow Interrupt einschalten. Ja. Dann gehen wir zurück in unser AVR Studio. Hier haben wir unser Grundgerüst, was ihr auch aus vergangenen Videos bestimmt schon kennt. Und hier haben wir unseren Jump-Befehl zum Timer 0. Wir wollen arbeiten mit dem Timer Overflow. Das bedeutet, wenn das Zählregister diese 256 Stellen, die ein normales 8-Bit-Register hat, überschrieben ist, dann wird dieser Timer 0 ausgelöst. Das ist das Funktionsprinzip von dem Timer Overflow. Den haben die anderen zwei Registern auch. Und da wir hier mit einem 8-Bit-Timer arbeiten, ist dies halt, wie gesagt, 256. Dann haben wir unseren Stack wieder initialisiert und jetzt kommen wir zur Initialisierung hier von unserem Timer. Als erstes haben wir hier gesagt, dass wir unseren Timer auf 1, also auf, dass es ein, auf
8 stellen wollen. Also, wir haben gesagt, das sind 2 Mikrosekunden. Ja, das sind 2 Mikrosekunden. So. Und geben das an so einer CCCR-Register aus, wie wir das im Datenblatt gelesen haben. Als nächstes müssen wir dann den Timer Interrupt zulassen und da den Overflow zulassen. Das Register habe ich euch auch gerade gezeigt. Das ist das Time SK-Register. Die Schreibweise kennt ihr auch alle schon aus vergangenen Videos, dass wir das erst ins Register schreiben und dann es an das andere Register, an das Output-Register ausgeben. Danach müssen wir es noch zulassen. Soweit ist die Initialisierung sehr einfach. Und wir arbeiten erstmal nicht mit unserem Zählregister. Das machen wir im nächsten Schritt, auch in diesem Video, und gucken uns jetzt das Label an. Das Label ist hier und unser Timer 0. Das heißt, wenn ein Overflow stattfindet, springt er hier unten hin. Ich habe hier einfach nur mal einen Not-Befehl, um zu verdeutlichen, weil wir das jetzt nochmal ausklammern im ersten Schritt. Dazu kommen wir im zweiten Schritt. So, jetzt können wir das auch schon durchspielen und gucken, ob es wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, dazu drücken wir dann F11. So, hier sind wir auch schon in unserem Simulationsprogramm vom AVR Studio. Wenn wir das jetzt durchspringen hier, gehen wir auch mal den I.O. View und auf den Counter 0, dass wir hier sehen, was er macht. Als erstes wird dann der Stack Pointer initialisiert. Und als nächstes seht ihr hier, dass unser Zählteilerregister hier auf Hexadezimal 1 gestellt wird, das heißt, er teilt durch 8 auf 2, Entschuldigung. Und das bedeutet, dass er auf 8 durch 8 teilt, wie ihr das im Datenblatt hier gesehen habt, hier. So. Als nächstes lädt er dann den Overflow rein, genau, und lässt die Interrupt zu. So, jetzt springen wir im Main Loop alles hin und her. Und ihr seht schon, dass das Register hier oben, das CNCT0-Register, anfängt zu zählen, wenn ich hier drücke. Dazu ist zu sagen, dass wenn wir einmal drücken, seht ihr hier den Counter, macht er zwei Sprünge. Das bedeutet, dass wir viermal F11 drücken müssen, um hier einen Takt zu zählen, weil wir es ja durch 8 teilen. Das können wir mal ausprobieren. 1, 2, 3, 4. Und er springt. Gut. Dann haben wir das auch soweit geklärt. Und jetzt können wir mal F5 drücken und können das mal so durchlaufen lassen. Und dann sehen wir, sollten wir sehen, dass wir 515,5 Mikrosekunden verbraucht haben. Das kommt hin, weil wir ja gesagt haben, dass wir 2 Mikrosekunden pro Takt brauchen und unser Zählregister hat 256 Stellen. Das bedeutet nach Adam Riese 512 Mikrosekunden. Die anderen paar Sekunden kommen halt vom Stackpointer initialisieren und vom Register initialisieren sowie vom Not-Befehl und vom Return-Befehl. So, wenn wir das nochmal durchlaufen lassen, können wir hier wieder 512 drauf addieren und wieder 512 drauf addieren und wieder 512 drauf addieren. Dann kommt das hin. So, um jetzt eine genaue Zeit zu generieren, können wir unser TNCT0-Register vorladen. Um zum Beispiel irgendwann 500 Millisekunden oder sonstiges zu generieren, müssen wir als erstes hier oben im Stackpoint, also im Initialisierungssequenz, unser CNCT0-Register vorladen. Ich habe das hier mal mit 156 gemacht.
Das würde bedeuten, wir haben noch 100 Zyklen zu zählen, bis die 256, bis dieser Überlauf stattfindet. Und mit unserer 2 Mikrosekunden Taktzeit würde das bedeuten, dass wir 200 Mikrosekunden pro Zeit durchlaufen lassen, bis ein Overflow stattfindet. Das TNCT0-Register wird hier einfach nur vorgeladen mit diesem Wert und zählt dann 156 aufwärts drauf, bis es die 256 hat. Das ist ein kleines Problem oder eigentlich auch kein Problem, einfach nur ein bisschen mehr Aufwand ist, dass immer wenn dieser Timer aufgerufen wird, das Register komplett gelöscht wird. Das heißt, immer wenn wir in dieses Label springen, Timer 0, müssen wir das dann auch irgendwo hier drin wieder vorladen, damit wir nicht dann wieder bis 512, sondern nur bis 200 Mikrosekunden zählen. Ja, das können wir jetzt gerne nochmal durchspielen. Wir machen das erstmal Schritt für Schritt wieder. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Hier ist das TNCT0-Register. Das laden wir jetzt als erstes vor, geben es aus und ihr seht, dass wir es vorgeladen haben. Jetzt initialisieren wir den Rest und jetzt beginnt es auch schon zu zählen, wenn wir im Main Loop sind. Seht ihr hier? Genau. Und wenn wir jetzt auf den Prozessortakt wieder gehen und unser F5 drücken, dass es automatisch bis zu dem roten Punkt läuft. Der rote Punkt, den könnt ihr hier neben immer setzen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und das ist so ein Stopppunkt, dass wenn ihr das automatisch durchlaufen lasst auf F5, dann läuft das bis zu diesem Punkt. Das habe ich jetzt gemacht und da hält er an. Dann können wir genau gucken. Das sind 203,5 Mikrosekunden. So, nach Adams Riesen müssten wir jetzt 200 draufziehen, weil es wir eingestellt haben. So, wir haben jetzt ein bisschen mehr. Das kommt durch diese Befehle, durch den Return-Befehl, durch den NOP-Befehl, durch den LDI-Befehl. Das kann ich euch nochmal im Einzelnen zeigen. Weil wenn wir jetzt hier drauf gehen und eins weitergehen, dann zählt er schon weiter. So, das sind 2,25 Sekunden ungefähr, Mikrosekunden, und das würde dann haargenau passen. Also bedeutet das, immer wenn er rausspringt, beginnt er schon sofort, also mit diesem Labelsprung beginnt er wieder sofort zu zählen. Das heißt, wenn ihr eine haargenaue Messung machen wollt, wo es auf die Mikrosekunden ankommt, dann solltet ihr das genau überprüfen. Das kann man auch gerne sehr gut mit diesem Programm hier machen. Jo, das war's schon von den Timer Interrupts Overflow. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne mir schreiben. Ansonsten habe ich hoffentlich alles gesagt, was wichtig dazu ist. Und ja, ihr könnt jetzt ein bisschen ausprobieren und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Servus!